Hallo, hier ist der Wolf Games mit meinem kleinen Jahresrückblick für 2019. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende und ich glaube, es war ein sehr interessantes Jahr mit einigen Sachen, die mir tatsächlich gefallen haben, ein paar negativen Sachen, die mir gar nicht gefallen haben, und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, mal durchzugehen, mal zu sehen, was genau so passiert ist. Ich habe schon mal einen Jahresrückblick gemacht, das ist Ewigkeiten her. 2015, das war auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Jahr, wo auch viel passiert ist. Und ich glaube, dieses Jahr kann man dasselbe nochmal machen und mir das ansehen. Ich hatte auch mal nachgefragt auf Twitter, die Leute hatten anscheinend auch Interesse, ihr hattet Interesse. Und dementsprechend, gehen wir einfach mal durch. Ich habe es mir so überlegt, ich gehe einfach mal durch meine Upload-Historie, weil es prinzipiell die Geschichte des Kanals auch ziemlich gut zeigt. Und angefangen hat das ganze Jahr mit einer kleinen Content-Umsicht. Es ist am Anfang des Jahres nicht so viel gekommen, aber dazu gab es ein kleines Video über das Indigo-Plateau. Und damit hatte das Ganze ein bisschen angefangen. Ich hatte das Jahr davor schon ein bisschen mit dem Unity Cup gemacht. Das ist auch ein Turnier auf dem Indigo-Plateau gewesen. Aber ich dachte mir, hey, ich mache mal ein Video, wo ich die Großturniere bewerbe. Hat gegen Ende nicht so viele Klicks gemacht, 594 gegen Ende. Aber es war auf jeden Fall schon mal interessant, einfach ein bisschen anzukündigen, was kommen kann. Die SPL hat auch gestartet und da habe ich mir tatsächlich meinen Kollegen Relos dabei geholt und habe mir gedacht, okay, kommentieren wir mal ein paar coole kompetitive Kämpfe. Und ich muss sagen, ich glaube vom Kompetitiven her waren das dieses Jahr vermutlich sogar die kompetitivsten Videos. Einfach die Turnierkämpfe sich mehr ansehen, Spieler auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level zu betrachten und versuchen zu verstehen, was denken sich diese Leute, wie spielen sie, und ich glaube, das war sehr interessanter Content, den ich hier bringen konnte. Hat auch okay Klicks gesammelt, das war auf jeden Fall okay. Danach gab es das CPP, das war im letzten Jahr noch, da dachte ich mir, okay, kommentieren wir mal die ganzen Kämpfe. Das war okay mit der, ja, Moment, das kam um 13, das kam also. Anscheinend Daily Content hatte ich hier. Das heißt, jeden Tag kam ein CPP. Ich gehe mal weiter einfach, weil das war, glaube ich, das CPP, was ich gegen Ende auch gewonnen hatte. Genau, das war das, wo ich gegen Present am Ende kämpfte und tatsächlich den Sieg rausholen konnte. Das war natürlich ganz gut. Das konnte ich rausbringen. Dann gab es wieder ein bisschen Stagnation. Allerdings kam so eine kleine Trendwind. Es gab immer noch so ein bisschen Competitive Content. Aber prinzipiell ging es jetzt erstmal Richtung Turnierkämpfe. Ich habe bei den Indigo Live Tours teilgenommen. Ich habe am OST teilgenommen. Hab ein paar Kämpfe dort hochgeladen. Übrigens, wenn man sich die Thumbnails hier ansieht, bei SPL Thumbnails kann ich mal Shoutout an die gute Loyal Abso geben. Die hatte mir damals die SPL Thumbnails gemacht. Und bei so Sachen wie Smog und Tournaments, Indigo Tours, zum Beispiel Origin Series oder Shitmon League, da kann ich auf jeden Fall Shoutouts an die gute Claudi geben, weil die hat tatsächlich die Thumbnails hier für mich gemacht. Und das hat mir am Anfang des Jahres und generell 2019 auf jeden Fall sehr geholfen, auch mehr Content zu bringen. Einfach, weil ich mir keine Gedanken mehr um Thumbnails machen musste, weil das für mich immer recht schwierig war. Aber dazu kommen wir später noch ein bisschen was. Es ging ja weiter mit sehr viel Competitive Content. Ich hatte ein paar Breaks, hier sehen wir, im Februar kam nicht so viel, dann im März auch nicht so viel. Es gab halt immer mal ein paar Turniermatches, das habe ich halt aufgenommen. Hier Runde 2 habe ich aus irgendeinem Grund nicht, habe ich einfach nicht aufgenommen. Dann ging die Shitmon League wieder los. Ich glaube, die war mit Laurus. Ich muss kurz nachsehen mit dem Team. War das Laurus? Ich glaube, das war die mit Laurus. Die erste habe ich mit Felix gemacht, die zweite war doch mit Laurus. Ja, das war dieses Jahr. Ja, Shitmon League ging wieder los, das war interessant. Weiter gingen die Turnierkämpfe. Shitmon League ging weiter. Ich habe währenddessen noch einer anderen Draft League teilgenommen, weil ich wollte mich wieder ein bisschen reinfuchsen in das Draft-Meter, wenn ich auch in der Shitmon League bin, weil es gab so ein Großprojekt, was mal wieder startete. Und währenddessen hatte ich hier so teilweise schon Daily Content, was crazy ist. Und das war die GPL. Und dafür hatte ich ein Teambuilder-Skript gemacht, was richtig cool war. Da bin ich auch. Das ist einer meiner Highlights dieses Jahres, muss ich sagen. Und ich kann kaum glauben, dass das dieses Jahr war, weil das ist halt schon so lange her gefühlt. Was macht das prinzipiell? Wir können hier mal ganz kurz reinsehen. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, hat es tatsächlich auch sehr viele Klicks bekommen, aber das war es auf jeden Fall auch wert. Wenn wir mal reinsehen hier, muten wir ganz kurz. Wir sehen hier, dass wir... wo habe ich hier ein gutes Bild? Wir sehen jetzt zum Beispiel die S-Teamons. Und prinzipiell ist der Teambuilder darauf ausgelegt auf die GPL. Das heißt, du suchst mit einem S-Teamon, findest S-Teamons, A-Teamons, B-Teamons. Und das habe ich tatsächlich einige Male verwendet in einigen Draft-Ligen dieses Jahr. Und das war richtig, richtig, richtig cool. Und das ist auf jeden Fall eins meiner Highlights dieses Jahr, dass ich das gemacht habe.
sollte eine neue GPL-Season kommen, was tatsächlich nicht so gut aussieht, weil das mit dem Timer wirklich fast unmanageable ist, dann würde ich das natürlich wieder machen, aber müssen wir mal sehen. Aber das war schon echt ein Highlight dieses Jahr. Shitmon League ging dann natürlich weiter. Tatsächlich habe ich im Manager-Turnier auch teilgenommen. Das war wieder ein anderes Turnier. Das war so ähnlich wie die NPL, falls man das kennt, oder wie die EPL. Das heißt, ein Turnier, wo es einen Manager gibt und der draftet sich Spieler. Dort durfte ich tatsächlich kämpfen und konnte gegen so Leute wie Sensory kämpfen. Auch unbekannte Leute wie Theo Fisch und dann andere Leute. Das war auf jeden Fall auch sehr interessant, mal wieder mich da zu beweisen, weil bisher war ich ein Manager-Turnier, mittlerweile eigentlich nur selber Manager, wurde jetzt mal als Spieler gedraftet, konnte mal zeigen, was ich drauf habe. Und ich glaube, ich bin positiv gegangen, irgendwie so 5-2 oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann gab es weiteren Competitive-Content, weil ich hatte sehr viel Content tatsächlich. Ja, sind auch wieder fast Daily Uploads, was halt crazy war für mich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang des Jahres war für mich einfach so YouTube ein Ding, das habe ich, aber es ist nichts, was wirklich so ein Ding in meinem Leben ist. Und ich fand es schwierig, mich als YouTuber zu bezeichnen. Und ich habe immer mehr Content dieses Jahr gebracht und ich glaube, hier in dieser Content-Phase war es sehr viel ausprobieren. Ich habe immer ähnliche Sachen gemacht mit Turnierkämpfen, weil ich auch Bock drauf hatte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, klar, ich habe diese Turnierkämpfe immer gebracht, aber ich bin mit dem Content da nicht ganz zufrieden gewesen. Weil das waren einfach Videos, da habe ich angemacht, aufgenommen, fertig. Und es war auch bei den Battles teilweise, wenn wir uns Origin Series angesehen, das war natürlich cool, aber ich hatte keine wirkliche Prep, ich habe ein Team genommen und fertig. Genauso wie Sachen wie Indigo Live Tours, Team genommen, fertig, Kamera an oder halt OBS an und durch. Das war irgendwie so, das war Content, der mich irgendwann tatsächlich geschlaucht hat. Deswegen glaube ich, sehen wir bald, dass es nicht mehr so viel gekommen ist. Ich habe tatsächlich noch versucht. Hier wurde es, glaube ich, richtig schlimm mit Oyo Swiss, da habe ich wirklich mich nicht mehr groß gejuckt dafür. Habe ich den Sancho Cup weiter gemacht. Dann kam tatsächlich wirklich der Start der GPL, wo ich in meinem Team gedraftet habe, wo ich auch recht zufrieden war mit dem Team, was ich gedraftet habe. Es war was Neues. Ich hatte Mega Tita gedraftet und so coole Sachen mit Tabo Bulu. Ich bin ja generell ein Typ, der möchte im Draft liegen, auf jeden Fall neue Sachen ausprobieren. Das habe ich gemacht, ich bin mir treu geblieben. Und ich muss auch sagen, ich hatte ein sehr cooles Team. Da bin ich auch komplett dabei. Das war recht cool. Da ich aber allerdings sehr viel Competitive Content haben wollte, wollte ich auch wieder mal was machen mit dem Kollegen. Und über das Jahr habe ich ein bisschen mit dem Gespräch am Anfang des Jahres gesprochen, am Anfang des Jahres. Und da kam so die Idee, hey, lass mal so Showdown Lives aufnehmen. Einfach zusammen. Weil ich mag den guten Levis. Und so ist dann Lives mit Levis entstanden bei Showdowns für die Farmnetz. Die waren geil. Und dann habe ich einfach Lives mit Levis aufgenommen. Showdown Lives, das war einfach lustig, weil wir uns beide super ergänzen. Wir haben eine super gute Synergie zusammen beim Kommentieren. Und das war halt cool. Da gibt es verdammt gute Momente, muss ich sagen, in den Lives. Und es war ein cooles Format. Es sollte nicht lange andauern, aber die Idee und das Format war cool. Leider hat sich Levis ja ein bisschen zurückgezogen aus Pokémon, aber das war schon cool. Ging ja weiter mit so ein paar Turnieren. Aber der Content hier mit den Turnierkämpfen, muss ich sagen, wurde immer weniger interessant. Dann startete auch noch die GPL, das heißt, ich hatte noch extra Content mit der Shitmon League. Oh ja, hier hatte ich wirklich dann fast Daily Uploads, weil einfach zu viel Content für mich da war und zu viel, was ich uploaden konnte. Und tatsächlich hatte ich dann fast komplette Daily Uploads, wenn man sich das anschaut. Ich habe ja einen Tag, der hier ausfällt. Das ist crazy. Es ging weiter mit Lives mit Levis. CPP war ich wieder drauf. Diesmal, glaube ich, war das, wo ich... Moment, welcher Platz war ich da? Ach, das war das, wo ich gegen Felix ausgeschieden bin, stimmt. Na gut, das war nicht so schön. Aber das muss man auch zeigen. Man muss auch mal zeigen, wenn man verliert. Es ging hier weiter mit GPL. Man sieht tatsächlich auch hier, gut, hier hatte ich dann die CPP als Filler. Man sieht auch, die Turnierkämpfe haben sich hier ein bisschen rausgezogen, weil ich da die Motivation tatsächlich ein bisschen verloren hatte. Ich habe mich noch angemeldet, das war so, I don't know, nicht so nice. Hier tatsächlich endete dann, glaube ich, auch die Shitmon League. Mit anderen Worten, wir konnten uns hier auch nicht durchsetzen daraus und ich habe das leider nicht gewonnen, aber das ist okay. Das war fein. Ich glaube, wir waren als Teamkomposition auch nicht so besonders. Wir hatten irgendwie so verschiedene Ideen und das war dann alles nicht so geil, muss ich sagen. GPA ging weiter. Mons haben performt. Moment, war der Kampf gegen Belly. Ach, war Spieltag 2, glaube ich. Das lief nicht so gut. Aber hey, es war fein. In Neo Clash war ein anderes. Da habe ich aber tatsächlich, glaube ich, anfangs ein paar Kämpfe gemacht, dann einfach nicht weitergemacht, weil ich mir dachte, Alter, das sind so viele Tours, ich habe keinen Bock mehr drauf. Es wurde einfach zu viel mit den ganzen Tours
mit den Videos zwischendurch tatsächlich, ich war super gestresst. Naja. Also irgendwann war ich tatsächlich wirklich ausgebrannt. Mitte oder vor Mitte des Jahres. Einfach weil ich zu viel auch machen musste. Dann konnte, das war nicht so viel Arbeit, aber trotzdem so die Aufnahme zu starten, jeden Tag da was zu machen, das war auch nicht so mein Ding. Und ich glaube, ich habe mittlerweile, glaube ich, einen guten Rhythmus gefunden. Aber das hatte sich hier schon so summiert. Und ich glaube, der Content war auch wirklich nicht super tolles. Also, ich meine, 100% Bewertung und so weiter, da freue ich mich auch drauf, dass sie so gut angekommen sind. Aber prinzipiell war es nicht so das Gelbe von Ei. Dann ging auch Artissima wieder weiter. Das war eigentlich recht sick. Da muss ich nochmal Shoutouts an Lia machen. Da war ich wirklich pissed. Der hat... Der Junge, ich krieg die Krise. Der hat ein Video gemacht, über dass sich Leute nicht weiterentwickeln. Und okay, Shoutouts an Claudi und so weiter, die Thumbnails hier gemacht hat. Aber ich hab getried, okay? Ich wusste, ich mach das nicht gut. Dann macht immer ein Claudi die Thumbnails und so, die macht das auch gern. Beziehungsweise mittlerweile macht das auch nicht mehr, ne? Aber hat das gern gemacht. Und dann habe ich halt so nice Thumbnails für Shitmon League und so weiter. Und dann mache ich mal selber ein RTC-Thumbnail, weil ich einfach das brauchte, weil ich dachte, okay, ich möchte das machen. Und andere RTC-Videos sehen genauso aus. Ist okay, NRW ist nicht den Ziel. Und dann pickt sich Liam dieses blöde Thumbnail aus. Ja, die Leute entwickeln sich nicht weiter. Da muss ich sagen, da war ich ein bisschen pissed. Also das fand ich... das fand ich schon ein bisschen kacke. Aber gut. RDC ging auch mal wieder los. 2.0 habe ich versucht zu starten. Ist nicht viel draus gekommen. Ich muss sagen, es ist wirklich so mein Format, aber es ist halt schwierig durchzusetzen, weil du wirklich dich da so anderthalb Stunden teilweise hinsetzen musst und musst bilden. Da musst du halt... also erstmal aufnehmen, musst du bilden, dann musst du damit kämpfen. Ist halt cool, aber du musst halt einen Termin ausmachen, weil es ist... Es ist nicht einfach aufnehmbarer Content. Und deswegen, du musst auch überlegen, mit wem du es machst. Ich habe es schon mit vielen gemacht. Und jetzt halt zu dir nach sowieso noch was anderes. Aber ja, es ist alles so schwierig. Ich muss den mal für ein Gen 8 Update. Nee, Blödsinn. Ich kann den gar nicht für Gen 8 updaten, weil wir keine GPL-T-Liste haben. Oh. Aber ja, auf jeden Fall war es schwierig. Und das ist so, naja, muss man mal gucken. Vielleicht kann ich den mal updaten, falls wir... Vielleicht mit der GBB-Tierlist, das kommt später noch, aber ja. Ah, die sieht aber auch so ein Herzensturm, ist halt so mein Format, ne? Was der gute Zero auch spielt, ne? Oder so. Mein Format, passt schon. GBA ging weiter, also, auch mit ein paar neuen und Vinesfto, das ist auch ganz cool, dass er reingekommen ist. Da war ich ja dafür, dass der letzte Season reinkommt, jetzt ist er nicht reingekommen. Das war sweet. Lass mir das tatsächlich, hat sich, glaube ich, bis Part 8 gehalten oder so, das war ganz crazy. Manager New ging auch weiter, das war tatsächlich so ein Content, wo ich dachte, auch cool, da habe ich mich ein bisschen noch gepreppt. Problem ist halt, im Team war es ein bisschen schwierig. Ich hatte nicht so den größten Obvious Support, das heißt, ich musste wirklich selber da was regeln. Aber wir waren im Halbfinale und es ging ja weiter so. Hier sehen Indigo Clash, was ich eben schon gesagt habe, dass ich irgendwie keinen Bock mehr die hochzuladen. Ich habe hier zwei Indigo Clash, wie ich nie veröffentlicht habe, weil ich aber keinen Bock mehr hatte. Da sehen wir ein bisschen, was so das Problem ist. Und ihr seht, guck mal, Daily Uploads. Daily. Ich hatte zu viel. Das wurden auch zu viel. Ich habe irgendwie am Tag, glaube ich, so 3 Battles gemacht. Moment, ich gucke meinen Kalender ganz ehrlich. Ich zeige euch nicht, weil da sind so Privattermine dabei und so weiter. Aber genau, hier habe ich hier zum Beispiel. Ich habe hier, wenn wir mal 28. 29. Mai mir in meinem Terminkalender ansehen. Ich habe GPL vs. Downy, PU-Kampf, dann nächster Tag PU, Little Cup und Lives mit Levis. So, ich konnte nicht mehr. Ich habe 40 Stunden. Oh, wenn ich mir einen Tag. Wenn ich mir das die Woche davor ansehe, die ganze Woche irgendwie ein Kampf, GPL, Mittwoch PU und Little Cup Kampf, Donnerstag, NU-Kampf und das halt nach Gitarre. Ich habe dieses Jahr angefangen, Gitarre zu spielen. Ich habe dieses Jahr auch angefangen, Tennis zu spielen. Aber ja, und dann Freitag NU-Kampf, das ganze Wochenende voll gebucht, so. Ich brauchte eine Pause. Ich habe mir halt ein bisschen zu viel vorgenommen. Und klar, dann sehen wir hier zum Beispiel, hier hätte ich dann wirklich auch eine Pause. Weil ich brauchte sie auch. Hier sehen wir halt, ist wirklich nur GPL dann teilweise gekommen. Weil ich dachte mir irgendwann so, nee. Oh, ich war das Wochenende auch weg natürlich über, ich glaube das war, lass mich überlegen. Wann habe ich das gepackt? Ach, oh ja, stimmt, die GPL-Kämpfe kamen ja mittwochs. Ah, das war ja ein ganz doofer Termin. Passt schon. Das Wochenende war ich auch weg, da hatte ich sowieso keinen Content, dachte mir so, nee. Und ich sehe auch die Kämpfe danach, so wenn ich mir meinen Kalender gucke, da war auch nicht viel. Dementsprechend kam mir tatsächlich aber was raus, wo ich mir dachte, hey, bin denn das was Gutes gemacht? Denn tatsächlich, und ich kann es mal ganz kurz raussuchen, ich habe lange schon an etwas gearbeitet gehabt und das hat alles
Ende letzten Jahres gestartet, weil ich hatte die verrückte Idee, wir ersetzen in einem Pokémon-Spiel den Text mit random Sätzen. Da dachte ich mir, was? Oh, in Presents FFAs bringe ich immer Bibelzitate. Deswegen dachte ich mir, okay, wir nehmen ein Pokémon-Spiel und ersetzen den Text mit random Bibelzitaten. Geile Idee. Wir sehen, es wurde erst im Juni realisiert und ich sehe gerade, okay, so die ersten Sachen, die hier gemacht wurden, waren am 11.12.2018. Wieso hat das ein halbes Jahr gedauert? Ich hatte erstmal versucht, oh, ich musste dann noch eine Historie machen. Die Idee ist entstanden, weil ich nachts irgendwann um 5 Uhr morgens aufgewacht bin. Ich mir dachte, ey, das ist eine geile Idee. Ich habe mich an den PC gesetzt und dran gearbeitet. Und ich wollte es anfangs in Sonne und Mond machen oder in X und Y. Das Problem ist halt, ich habe versucht, die Texte zu ändern, aber das Spiel wollte nie starten. Und das hat mich so frustriert, weil immer, wenn ich das Spiel auch auf den DS, 3DS laden wollte, hat es immer so 2 Stunden gedauert und das war wahnsinnig frustrierend. Ich habe da bestimmt, boah, lass mich nicht lügen, 2 Monate an der 3DS-Variante gesessen, immer mal wieder mich dran gesetzt, am Vermehrten immer mal wieder, bis ich dann irgendwann aufgegeben habe und erstmal es liegen lassen habe. Und da kam ich so anscheinend im April zurück und dachte mir, okay, ich fand die Idee immer noch cool, ich möchte das durchziehen, gucken wir uns andere Games an, bis ich irgendwann mal in meine Recherche, wo ich überhaupt Text aus Pokémon schon rauskriegen kann, weil da gibt es halt sehr viele Raum-Editing-Tools, bei einem Tool geendet bin, was eigentlich nicht dafür komplett geeignet ist, eigentlich nicht so wirklich ein Ding ist dafür, aber es hat mir geholfen. Ich muss mal ganz kurz gucken, weil ich habe das hier im Beschreibung auch verlinkt. Und das... Also ich habe es nicht in der Beschreibung. Ich habe den Code dafür verlinkt, den ich dafür geschrieben habe. Und was ich genau gemacht habe. Ich habe das random also nicht verlinkt, aber prinzipiell genau. Es gibt so ein Programm namens SDMSE. Da kannst du deine DS-Datei reinladen. Du kannst da den Text exportieren. Du kriegst dann eine Textdatei, der exportiert das Ganze in ein ganz komisches Format, muss dann die Datei, die der exportiert, manuell während das Programm geöffnet ist, editieren, damit du das austauschen kannst und dein Programm dann sagen, okay, importier das Ganze. Und dann so kannst du das mal so ein richtiger hacky Weg, aber es hat funktioniert. Das war die Hauptsache und ich war so glücklich, als es geklappt hat. Ich habe so bestimmt nur 20 Aufnahmen gemacht, weil immer wieder das nicht klappt, ich immer noch was geändert habe. Und gegen Ende bin ich dann hier bei der Bible-Log geändert und das ist... wirklich einer meiner kompletten Highlights dieses Jahr. Es ist ein sehr, sehr, sehr dummes Konzept, muss ich sagen. Aber ich glaube, es ist eins der kreativsten Formate, die wir vielleicht sogar jemals hatten in der Szene. Auch wenn es dumm ist, es ist kreativ. Das kannst du nicht sagen. Und es gibt es auch wirklich nirgendwo anders. Also das ist ein Format, das hast du auch nicht in der amerikanischen Szene. Das ist wirklich was, was wir alleine in der deutschen Szene haben. Und ich glaube... das ist was, wo ich wirklich sehr drauf stolz sein kann. Auch wenn es behindert ist. Und ich stehe da komplett zu. Aber es ist einfach was sehr, sehr, sehr Cooles. Und ich war wahnsinnig stolz, als es fertig war. Ich mache auch das Thumbnail-Design. Claudia hatte mir hier auch so ein Layout gebastelt. Da können wir mal ganz kurz reingucken. So ein schönes Layout, weil ich wollte wirklich, dass das gut wird. Und ich bin auch sehr zufrieden, wie das Ganze gelaufen ist. Und ich kann nur sagen, ich habe daraus jetzt, ich glaube, 5 oder 6 Parts. Es dauert halt immer ein bisschen was zu machen und ich möchte auch, dass es gut wird. Guckt euch die alle an. Vor allem der letzte Part, da habe ich nochmal mich, glaube ich, übertroffen. Es ist einfach ein richtiges Herzensding. Ich glaube, du kannst da nichts falsch machen. Ich hoffe, dass da viele Leute mit Spaß haben und ich mag immer das Konzept. Ich habe sogar überlegt, das Ganze zu expandieren. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon findet. Ich habe überlegt, weniger in Richtung Serie zu gehen, mehr immer Richtung One-Offs, wo ich immer das Ganze ändere. Aber tatsächlich habe ich auch überlegt, das Ganze nicht auf Deutsch zu machen, sondern das Ganze international aufzuziehen, dass das halt was Größeres wird. Weil ich glaube, das hat tatsächlich das Potenzial. Wenn man so sagt, Pokémon Buddets by the Bible oder Pokémon Buddets, Buddets Harry Potter oder sowas. Und dann halt so, ich schneide da auch sehr viel, dass halt den Punkt aufzieht, vielleicht noch ein bisschen professioneller dazu. Ich finde es schon recht gut. Aber da kann noch ein bisschen Potenzial rein, vielleicht noch ein bisschen lustiger versucht zu kriegen, dann glaube ich, hat das ein wahnsinnig großes Potenzial. Und da bin ich noch nicht sicher. Ich glaube aber, das wäre eine gute Idee. Ich würde das Spiel ändern, weil Weiß 2 ist hier ja schon ein bisschen dann ausgelutscht, weil ich da schon dran bin. Aber ich glaube, das könnte eine sehr, sehr, sehr coole Idee sein. Ich glaube, das könnte was werden. Vielleicht mit Sword and Shield sogar, dass ich den Text in Sword and Shield austausche.
wenn das geht, das habe ich nämlich noch nicht getestet, das ist ja jetzt erst im November gekommen, aber das wäre was, wo ich richtig Bock drauf hätte und ich glaube, das könnte auch was richtig Cooles werden. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet, ob ihr da ein paar Ideen habt, wie man das gut aufziehen könnte, weil das würde mich auch sehr interessieren und ja. Gut. Übrigens, by the way, hier der Kampf, den würde ich gegen Richard gerade auch mal empfehlen. Das war das Play des Jahres. Sagen wir so, da war der Play des Jahres dabei. Was war passiert? Ich habe Megatita, den Ehrenmann, und Richard hat Megalatias. Und ich habe in der Team Prep predicted, dass er Typenspiegel spielt, damit ich sein Megalatias nicht pursuiten kann. Und deswegen habe ich Superpower drauf gemacht. Und was hat er gemacht? Ich war Tita gegen Megalatias. Er drückt Typenspiegel und ich drück straight Superpower und kill das Megalatias. Das war für mich der Play des Jahres. Holy shit. Ich weiß nicht, ich war so stolz, dass das funktioniert hat. Und generell, ich glaube, wer die GPL Season gesehen hat, muss nicht viel hören, glaube ich. Weil es gab so ein paar Mons, die einfach overperformed haben. Eines Mal war Megatita, das andere war Rotom, der als einen D-Pick, als letzter Tier-Pick einfach immer performt hat, fast immer dabei war, weil er einfach immer reingepasst hat. Es war crazy. Und auf Flygon habe ich auch immer gehatet, hier der performt, das war eigentlich recht nice. Ich glaube, die anderen Mons waren so, Jogelji war ganz nice, was war da noch dabei? Bulu war halt ass. Habe ich auch ersetzt, I don't know. Ich meine, ich könnte noch mal ganz kurz gucken. Gastrodon war nice. Oh, und es stimmt, ich erinnere mich. Tornadus T, der Verräter. Aber wir hatten ja auch in der GPL-Season, wenn man die sieht, Spieltag 11 und hier die Vorrunde. Wir haben dann die Playoffs tatsächlich ausprobiert. Das war eigentlich recht, cool. Aber ich glaube, die Erfahrung, glaube ich, von dieser Season zeigt, dass das Rückrundenformat doch besser ist. Wir haben es ausprobiert mit den Playoffs und das finde ich auch gut, dass wir es gemacht haben. Ich war auch ein großer Fan davon, dass wir es ausprobieren. Nicht, dass ich jetzt sage, oh nee, ich habe es von Anfang an gecallt. Habe ich nicht. Ich habe auch gedacht, Playoffs könnte recht cool sein. Aber ich finde, vor allem, weil man, wenn man sich... Ich meine, ich mach's mal auf. Das finde ich nämlich echt schade, wie das gelaufen ist. Sagen wir mal, wir gucken mal. Ja, ich glaube, ich möchte nicht auf meinem Kanal. Also ich glaube, ich muss hier rausgehen. Ist schon break. Okay, wenn wir uns mal... By the way, GPL-Spoiler, ne? War das Sin of Speed. Jetzt einfach mal die Klicks von Barrys GPL-Finale ansehen. Sagen wir mal GPL-Finale. GPL-Finale-Kampf ansehen. Es sind 2933 Klicks. Das ist für Barrys Kanalverhältnisse viel, aber ich finde es für ein Finale, und hier sind auch 3200 Klicks, für ein Finale viel weniger, als ich erwartet habe. Ich habe gedacht, das Ding wird geklickt wie sonst noch was. Und das war auch meine Erwartung, weil es halt so damals beim DPL-Finale war. Aber ich finde das für ein GPL-Finale echt schade. Und es ist über die Zeit natürlich mehr geworden, aber anfangs war das noch weniger. Und wenn man sich so ansieht, so Regi, klar, Regi ist ein Typ, der hat halt mehr Hype, genauso wie Present. Aber allein der Draft-Stream hat 25.000 Klicks. Und das ist wirklich super traurig. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, Playoffs haben nicht funktioniert. Und ich finde auch, das sieht man ein bisschen an den Platzierungen. Ich möchte niemanden shit-talken und so weiter, aber ich glaube, in einem Hinrunde-Rückrunde-Format sähe das alles nochmal anders aus, wie das jetzt war. Weil einfach sich da ein bisschen mehr Randomness noch reinhaut und ich glaube, dass tatsächlich die letzten Jahre, auch wenn ich anfangs anderer Meinung war, tatsächlich doch richtig gehandhabt war. Auch wenn das Problem ist halt, es dauert dann so lang, aber da können wir halt tatsächlich, glaube ich, besser rausfinden, wer den ersten Platz wirklich verdient hat. Nicht, dass Barry ihn nicht verdient hat. Ne? Barry hat eine super gute Season gemacht. Das wollte ich nicht sagen. Aber ich finde halt Hinrunde, Rückrunde more accurate. Das war das Einzige, was ich sagen wollte. Ich möchte niemanden shit-talken hier. Nur ich finde halt das andere kompetitiver. Und das mit den Klicks, das finde ich einfach, das ist einfach schade. So. Naja. Aber gut. Ich bin dann rausgeflogen und da habe ich niemand anderen blame als mich selbst, weil ich einfach bad war. Ich habe im Kampf gecallt, hey, Norvin hat Wild Charge. Ich sollte was dagegen machen. Bleib einfach drin und die. Das ist ein paar Mal passiert, diese Season übrigens. Und ich habe niemand anderen zu blame als mich selber, dass ich rausgeflogen bin, weil ich habe schlecht gespielt.
Und dementsprechend hatte ich es komplett nicht verdient, diesen Kampf zu gewinnen. Und manche Leute komplett verdient, weiterzukommen als ich. Und für meine Plays in manchen Games da habe ich es auch verdient gehabt, in der Vorrunde hier auszuscheitern bei den Playoffs. Wenn man das so hart ausdrücken will. Vom Competitiven war dieses Jahr übrigens auch überhaupt nicht gut für mich. Das war, oh boy. Ah ja. Da kann ich auch sagen, dass alle, die vor mir waren, glaube ich, auch eine bessere Season hatten als ich. Das heißt, Props an alle, die vor mir waren. Ganz ehrlich. Ich habe mich wirklich nicht von der besten Seite diese Season gezeigt. Dann ging es ja nur weiter. Ich habe tatsächlich bei RTC Emmy einladen können. Das war recht cool. Tatsächlich ging die bei Velok weiter. Aber das war so ein bisschen, für mich war so eine kleine Poke-Depri-Phase nach, weil GPL oft, das muss erstmal verkraften. Man merkt auch, es gab ein bisschen weniger Videos tatsächlich. Ich muss mal ganz kurz die Daten mir angucken. Ich meine, es war Sommer und so weiter. Ich war ein kleiner, überarbeiteter Kerl. So ein bisschen privat, ein klein wenig privat. Ich hatte keinen Urlaub bis zum Ende des Jahres. Das heißt, ein bisschen überarbeitet war ich schon. Man merkt schon, ich habe mein Fazit hochgeladen. Dann ein bisschen halt auch wieder nix. Weil ich einfach, keine Pokémon, kein Bock mehr Phase, weil ich auch, ich habe verkackt. Und das schmerzt. Das schmerzt halt einfach. Es schmerzt halt einfach wirklich. Ich kann ganz kurz gucken, was habe ich denn im Juli überhaupt gemacht. Okay, fair, um fair zu sein, es gab auch, es ist Juni. Um fair zu sein, es gab auch viel. Oh, es stand wirklich viel an. Holy shit. Okay, crazy. Ja gut, aber trotzdem, es ist halt so, ich hätte mehr bringen können, aber ich hatte einfach keinen Bock. Und ich brauchte auch diese Pause, weil A, ich überarbeitet war. Und meine Motivation im Mons auf einem Tiefpunkt war. Komplett auf dem Tiefpunkt. Meine Vision für den Content auch nicht da war. Ich hatte die Bible-Log und im Hintergrund hatte sich schon was geplant. Aber das hat noch was gedauert. Und ja, es war einfach so, was mache ich? Und tatsächlich, nach dem Fazit, so Anfang August, Ende Juli, gab es ein Gespräch, was die Zukunft des Kanals ein bisschen ändern sollte. Es kam eine Idee, die sehen wir dann noch gleich noch, aber ich kann schon mal sagen, in dem Zeitraum ist so eine kleine Idee entstanden. Dazu kam noch die IPL, die Indigo Pokémon League, wo ich anfangs gar keine Lust drauf hatte, muss ich sagen. Das würde ich aktuell auch anders machen. Ich würde nur so einen weißen Rand drum machen, das sieht ein bisschen besser. Ist auch egal. Habe ich tatsächlich selber gemacht. Sieht man vielleicht gar nicht oder so. Das war die NPL oder das Manager-Turnier oder die IPL, halt das vergleichbare Turnier, wo die Leute, meinem Team den Vipers beitreten konnten und ich als Manager das Team managen konnte. Ich wurde ein bisschen dazu gedrängt. Ich wollte anfangs nicht dran teilnehmen. Ich habe es beworben, weil ich auch tatsächlich einer der Admins noch im Indigo Plateau bin. Ich mache nicht mehr viel, aber trotzdem bin ich noch einer. Und ja, das war okay. Das war fein. Da habe ich reingehauen und unser Team hat, glaube ich, nicht gut performt. Ich glaube, wir sind Playoffs gekommen. Aber ich glaube, wir sind recht früh rausgeflogen aus den Playoffs oder sowas. Aber es war trotzdem eine gute Zeit. Gab so ein paar Probleme. Wir hatten keinen guten Oyster. Muss ich jetzt nicht ins Detail gehen. War nicht so nice. By the way, habt ihr eben gesehen? Ich muss nochmal zurückgehen. Wo wir schon mal meinen Pokémon-Niederlagen sind. Wir sind hier gerade Viertelfinale, habe ich kommentiert. Geil. Ich war tatsächlich im deutschen World Cup-Team. Wo wir zu meinen Niederlagen sprechen. Playoffs vorne rausgeflogen. Und tatsächlich wurde ich reingesubbt im World Cup. Das wissen vielleicht einige nicht. Habe ich ein paar Mal schon erwähnt, aber ja, ich habe teilgenommen im World Cup und Semifinals wurde ich reingesubbt gegen, ach scheiße, ich zeig das Replay, dann wisst ihr ganz genau, was ich getan habe, ich weiß, das klingt wie so eine Beichte, ne, Full Life Games, so zack, so von mal, boy, Full Life Games gegen, wo ist der Kampf, wieso habe ich so viele Kämpfe gegen Phantos? Wo ist denn der Dude? War das der Kampf? Ja, das war der Kampf. Oh boy. Schön nur World Cup. Germany. Avatar gegen... Wie hieß er? Ich weiß den Namen nicht mehr. Er hat auf jeden Fall komplett rasiert. War einer der besseren... vermutlich einer der besten Gen 7 OE-Spielern. Und ich musste ihn flexen. Ich wollte ihn flexen. Ich glaube... Damals war Claudia bei mir zu Besuch oder so? Ich musste aber an einem Sonntagmorgen um 8 Uhr kämpfen. Das war aber keine Ausrede. Ich bin nur, dass ihr wisst, ich bin Sonntag um 8 Uhr morgens diesen Kampf aufgestellt. Lasen? Lasen war anders.
mir fällt jetzt nicht der Name, ist auch egal. Ich schreibe den mir. Auf jeden Fall, ja, ich starte hiermit, habe die Mons benannt und so weiter. Drückt U-Turn, das war okay, war nicht so ein nicer Lied. Gegen Garchomp drückt Turn halt los. Nicht so nice. Anfang war alles richtig, richtig weird. Aber es ist fein. Es ist fein. Zapdos, bei wo er großer Fred, hat Wurzel gedacht, dass so, na, was für Roots, Defog vielleicht, das könnte ein Scheiß sein. Killers Trend fast, das ist nice. Ich glaube, Lex heißt er. Ich glaube, doch, Lex war der Name. Ja, das Problem ist halt, Zapdos ist halt scary gegen das Team. Ich wusste nicht ganz, wie ich den bieten soll. Aber jetzt kam das Ding. Ich bin SD Rock Polish Lando und das destroyed ihn. Das ist ein richtig geiler Pick. Deswegen dann hier, guck mal, Protect. Ich drücke EQ. Ja, ich wollte mal scoppen, was er macht. Das Ding ist halt, ich gehe vorsichtig raus. Kann tatsächlich einen. Wait. Never mind. Okay, never mind. Wir sind noch nicht hier. Ich drücke EQ, weil ich tun will, dass ich Scarf bin. Drück Wurzel, ich predicte das. Denkt jetzt, oh boy, der Dude hat probably Rock Him Z. Switcht aus. Ich balls auf den Tisch. Rock Polish. Okay, lass mich erklären, warum ich Rock Polish gedrückt habe. Ich habe gedacht, oh, Wurzel, Heatwave, das ist probably Drew Steve. Oh, der hat doch keine HPIs, die zocken das doch nicht. Denkt, ey, geil, alles nice. Geht in Heat Trend, sack den. Moral, EQ, bin auf plus 1. Das ist alles fein. Das ist alles super fein. Geht in Zapdos. Und jetzt war das Ding, ich dachte mir so, okay, Tabufine kill ich auf plus 3, voll geil, und der hat doch keine HPIs. Und ich choke meines Lebens, drück SD, der drückt HPIs, mein Lando died. Deswegen habe ich die Geschichte auch nicht erzählt, by the way, weil das super peinlich ist. Weil das, ich meine, ich glaube, man kann es verstehen, eigentlich nicht. Weil das Ding ist halt, hätte ich hier Rockium Z gedrückt, und das Zapdos wäre down gewesen. Fini kann mich probably noch nicht mal killen. Ich drücke auf EQ gegen den Rest. Chip das Ding ja alles an. Und wenn Zapdos weg ist, dann kann ich mit Thorn gewinnen. Dann checkt Magiena das meiste. Maul macht eine Menge. Rotom ist nice. So, Zapdos hat einfach alles prevented. War das Stärkste und ich hätte es einfach killen können. Weil vor allem hat er sich vielleicht gedacht, oh, der ist Flying UMZ, hat ja gescoutet, indem er halt was gewechselt ist. Auf dem Maybe Rock UMZ, wo ich gerockpolished habe. Aber nein. Nein, ich lasse Lando dein und dann fällt alles auseinander, weil ich kann Zapdos nicht mehr killen und. Und ich. Mein Timer geht runter und ich. Ich war einfach. Ich war so tilted danach. Und es ist auch komplett meine Fault. Die. Oh boy, die Leute im Chat waren gar nicht glücklich. So. X-Ray war richtig pissed. Die anderen waren so, oh. Lush ist ein Ehrmann, weil die so, ey, halt mal nicht auf den sein erstes World Cup-Match. So. Ah, oh, das hat wehgetan. Das hat wirklich wehgetan, diese Niederlage. Vor allem in so einem wichtigen Spiel in Semifinals. Ich glaube, wir sind 6-4 gegangen. 4-6 gegangen. Sind in Semifinals rausgeflogen. Und hätte ich einfach dieses blöde Game, was ich hätte gewinnen können, gewonnen, dann wären wir einfach weiter gewesen. So, also zumindest das Tiebreak. Aber nein. Und das hat mir wehgetan. Das war einfach. Das ist eine der Momente dieses Jahr in Pokémon, wo ich sagen muss, ich habe abgebaut. Was. Schwierig ist zu sagen, aber der. Oder ich war nicht gut, aber. Ich meine, das stimmt auch nicht. Weil ich glaube, ich war. Also ich war mal besser. Ich glaube tatsächlich, ich habe abgebaut. Es ist einfach schwer dieses Jahr. Ich habe auch keine CWP gewonnen. Ich habe in 2 teilgenommen und so. Spoiler, bei Void, beim anderen, ich glaube, ich kein Video konnte, bin ich Top 16 gekommen. Was, glaube ich, auch wieder ein Game war. Ich habe Thorn gezockt oder so, habe Hurricane gemacht, aber gegen ist das eher eine Ausrede, hätte ich auch, glaube ich, gewinnen können. Das ist halt so, ich werfe mehr Games weg, glaube ich, als ich es früher getan habe. Und das ist so ein Ding, das killt ein bisschen die Motivation und möchte einen auf was anderes fokussieren lassen. Das Problem ist halt auch, ich habe so die Sichtweise das Jahr gehabt. Und auch teilweise immer noch, auch wenn es mich weniger juckt, glaube ich, dass meine Golden Days in Pokémon, auch jetzt für mich, weil eine neue Generation ist, vorbei sind. Also zumindest in Competitive Pokémon, weil ich habe auch immer mehr zu tun. Wie gesagt, 40 Stunden Job, nebenbei ist immer mal was zu tun. Ich, keine Ahnung, ich möchte Sport machen, ich möchte Gitarre spielen, ich möchte mich mit Leuten treffen, ich möchte was nebenbei machen. Da bleibt nicht so viel Zeit nebenbei für YouTube stecken. Und generell Ledern habe ich dieses Jahr bis auf das Gen 8 rauskam gar nicht. Und
Natürlich, wenn du keine Practice hast, wenn du dich auch noch nicht vorbereitest, wie hier habe ich das Team habe ich nie getestet, dann ist halt klar, dass deine Performance irgendwann abnimmt und du schlechter wirst, weil du auch nicht gewohnt bist, in Games zu sein. Auch wenn du halt, ich bin ja so ein bisschen Veteran mittlerweile, das heißt, ich weiß teilweise, was zu tun ist und so, aber das hilft nicht immer. Vor allem mit Leuten, die halt direkt in der Practice drin sind, sich mit dem Tier noch auskennen, dann machst du so grobe Schnitze, wo du denkst, ah, Voltswitch, Heatwave, Roost, Defog probably, und denkst einfach nicht an HPS, machst einfach so richtig blöde Fehler. Genau deswegen habe ich die GPL verloren, weil ich gesagt habe, Wild Charge, aber nichts gemacht habe. Und das, oder hier einfach mit HPIs, das wäre nur gesagt, weil ich A, nicht den großen Blick hatte, nicht geguckt habe, hey, was passiert eigentlich, wenn ich Rock im See drücke? Muss ich den jetzt überhaupt drücken? Was ist, wenn er HPIs hat? Ich das einfach nicht bedacht, aber einfach geklickt habe und ja, so einfach das Game weggeworfen habe. Und das würde mir, glaube ich, nicht mit mehr Praxis passieren. Das Problem ist halt, ich kriege die Praxis einfach nicht mehr. Und dementsprechend, ja, kann ich nur sagen, dass ich von meinem Skill-Level vermutlich immer weiter runtergehen werde. Und das ist einfach ein harter Fakt, den ich zu akzeptieren habe, der nicht schön ist, aber das ist einfach ein Resultat der Umstände. Ist auch schwer zu sagen, weil du als Zuschauer siehst mich und ich weiß nicht, was du von mir denkst und so, aber vielleicht hoffst du, dass ich gewinne, vielleicht hoffst du, dass ich gute Plays mache und so. Aber ich weiß nicht, ob ich den, also eben mein Anspruch war ja immer sehr kompetitiven Content teilweise zu bringen und den Anspruch, den kann ich einfach nicht mehr bringen, was schwierig ist. Ich meine, zugegeben, den Anspruch hat keiner, wenn nicht mal, es ist nicht toxic, es ist einfach so. Wir haben niemanden in der deutschen Szene, es gab mal Menzi, aber Menzi macht auch keine Videos mehr, niemanden in der deutschen Szene, der auf Smogon oder irgendwie sonst Turniere macht, I guess Belly, aber Belly auch immer weniger, der auf Smogon, oder macht auch keine Content-Videos, I guess Benny hat es auch mal gemacht, aber immer so wenig. Wir haben niemanden, der wirklich da hart performt und wirklich in die kompetitive Szene da eintaucht. Und das ist sehr schwierig für mich, weil ich für mich da halt mich da so als Vorreiter versuche zu sehen, aber es halt nicht machen kann, weil ich die Zeit nicht mehr habe. Es aber allerdings in dem Bereich einfach keine Competition gibt auf Deutschland YouTube. Und das ist halt hart, weil das gibt mir den Anspruch, oder zumindest hoffe ich dann halt, dass ich was Gutes bringen kann, weil ich halt die einzige Option da teilweise bin. Und zumindest war ich, bin es ja jetzt auch nicht mehr. Zumindest die letzten Monate, das können wir gleich mal sehen. Aber auf der anderen Seite weiß ich halt, dass ich auch nicht so gut performen kann. Es ist ein Dilemma. Es ist ein wirkliches Dilemma. Und das wird sich, glaube ich, auch im Content im nächsten Jahr widerspiegeln. Weil ich glaube, der wirkliche Competitive Content wird immer weiter runtergehen. Ich muss zugeben, okay, dieses Jahr ist er auch stark wieder gekommen, nachdem er halt tief unten war. Aber es kann sein, dass das wirklich so ein starker Push nochmal war. Von der Flamme, die halt da war. Aber diese Flamme immer weiter löschen wird. Und das ist einfach was ich glaube, ich zu akzeptieren habe. Und gucken muss, wo ich damit bleibe. Und was ich damit mache. Also, die Statement hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, um mich dieses Jahr zu verstehen und auszudrücken. Ich glaube, ich werde zum Beispiel auch bei der EPL vermutlich nicht wieder managen, weil ich einfach an der Szene zu sehr raus bin von den Leuten und als Spieler mich nicht verkaufen möchte. Weil ich habe sehr viel Erfahrung, die ich reinbringen kann, aber ich bin in den Tiers nicht komplett drin. Das ist auch schwierig. Weil Leute sehen zu dir teilweise rauf und ich weiß ja, dass Leute zu mir kommen und denken, oh, hast du Teams oder sowas? Und da kannst du mir da ein bisschen helfen. Aber dann ist für mich schwierig zu sagen, ja, kann ich machen oder hier hast du was, das ist gut im aktuellen Meta. Weil ich eigentlich auch keine Ahnung habe, aber es eventuell einfach keine bessere Anlaufstelle gibt. Deswegen möchte ich ein paar Shoutouts geben an Leute, die Anlaufstellen sein könnten. Ich möchte nicht sagen, dass ihr die anschreibt. Aber Leute, die aktuell einfach Mond spielen, glaube ich,
Kann doch sein, dass sie Sanmu gequiltet haben, ne? Aber halt einfach gut sind. Zum Beispiel Relos ist mein Boy, der zockt aktiv Mons und den kann man auch immer ansprechen. So, X-Ray ist ein guter. Hat auch das Team Deutschland gemanagt. Den kann man probably anhitten und so Leute halt, ne? Aber es ist schwierig. Deswegen habe ich, glaube ich, auch so mich versucht, dieses Jahr auch ein bisschen zu ändern. Weil wir sehen halt immer noch die Bible-Lock. Die war richtig nice, by the way. Es ist halt so ein anderes, ist aber ein anderes Format. Es hat nicht competitive, das ist eher in Richtung Unterhaltung. Das ist so ein kleiner Shift, der, glaube ich, sehr interessant ist. Der, glaube ich, auch den Rest noch widerspiegelt. Wir haben wieder die SML, aber hier zum Beispiel war es auch was anderes. Es war nicht die normale SML, weil die nicht in die normale SML angenommen wurde, was richtig sad war. Aber das heißt, ich habe gesagt, okay, Leute, weil sehr viele rejected wurden, weil die zu wenig Plätze hatten, wir machen einfach eine Knockoff-SML mit Leuten, die rejected wurden und ziehen das trotzdem auf, weil ich hätte richtig Bock auf Knockoff-SML. Das ist ja auch nicht so kompetitiv, das ist einfach mehr Spaß. Und das hat für mich nochmal auch eine Seite in Pokémon gezeigt, wo du einfach Spaß haben kannst. Und das war auch teilweise, weil ich halt als Partner hier in der Knockoff-SML Andy hatte oder Dean B. Weil Andy ist halt ein sehr entspannter Dude und mit dem hast du einfach Spaß, wenn du sowas spielst. Und das war immer so bei Laos, er möchte eher noch kompetitiv sein. Felix hatte ich auch das Problem. Und mit Andi war es einfach ein ganz anderes Gefühl. Und wir haben tatsächlich die Knockoff-SML auch gewonnen. Und vermutlich auch, weil wir halt einfach ein sehr harmonisches Klima hatten. Beim Bilden und beim Spielen gegen Ende. Und das war einfach angenehm. Und ich glaube, das hat mir auch mehr geholfen und hat mir auch gegen Ende sehr viel Spaß gemacht. Nochmal so eine andere Seite von Pokémon gezeigt, die ich aus den Augen verloren hatte. Und ich glaube, ich mehr bestreben möchte, wenn man es so sagen möchte. Dann hatte ich nochmal die Pokémon-Dynastie angefangen. Ich habe noch Crusader Kings 2 gespielt, das hatte ich letztes Jahr auch gemacht. Diesmal im Stream, war eigentlich recht lustig. Und dann kam das andere Big Thing dieses Jahr. Das andere Big Thing, wo ich eben gemeint habe, ja, Anfang August hat das Ganze angefangen. Die Battle Revolution League. Was ist... Es ist das andere kreativste Format dieses Jahres für mich, neben der Bible-Log. Diesmal das... Also keine Ahnung, du kannst mir nicht sagen, dass da ein anderes Draft-Format drankommt von dem Aufwand, der betrieben wurde dafür und der Idee und was auch immer. Das ist was komplett Einzigartiges, weil es diese Draft-Liga nirgendwo gibt, wieder auch nirgendwo im internationalen Bereich. Und da kannst du mir nicht sagen, dass es da eine andere Draft-Liga dieses Jahr gibt. Ich glaube, klar, von den Klickzahlen ist es was anderes, aber da kann die GPL auch nicht rivalen. Also, klar, es ist mein eigenes Projekt und ich muss das verkaufen, aber legit. Pokémon Battle Revolution auf dem Emulator mit 1080p wieder aufgreifen, in der Zeit, wo alle auf Sword and Shield gehatet haben und einfach zu zeigen, was du damit so machen kannst und da halt wieder online zu spielen, ob es schwierig ist. Ihr wisst gar nicht, wie viel Aufwand da reingegangen ist, damit das Ganze funktioniert. Das war eine Menge Aufwand. Kurz bevor wir das starten wollten, habe ich fast schon aufgegeben, bis ich dann irgendwie eine Erleuchtung hatte. Es war krass und ich war wahnsinnig froh, als das Ganze gestartet war. Und es war auch, ganz ehrlich, gut so, wie es gemacht wurde. Es waren nur 6 Leute dabei, 5 Spieltage, aber mehr wäre auch schlechter gewesen. Einfach damit es halt so ein kleines, abgeschlossenes Projekt bleibt, wo tatsächlich ein Underdog gewonnen hat. Das muss man sich mal denken. Der gute Ares hat das gegen Ende gewonnen, was niemand erwartet hat. Wir hatten so Leute wie Present, Razor, wir hatten den guten Pasifani, den Benny, Yonago, der tatsächlich mal in der Draft-Liga war, das war auch cool. Und mich. Und das, ich glaube, niemand hätte Ares erwartet. Da muss ich ihm mal Shoutouts geben, dass er das Ganze gewonnen hat. Das war richtig cool von dir. Und ich glaube, das ist wirklich so das Format für mich. Ich habe halt wirklich zwei Sachen, wo ich sagen muss, das waren zwei Formate für mich, die geil sind. Und das war auch wirklich so ein Ding, wo ich sagte, hey, ist fein, ich möchte mal einen Spaß dran haben. Ich glaube, meine Mentalität war da trotzdem noch ein bisschen off. Und das merken wir beim nächsten Projekt auch noch, wo ich meine Mentalität auch off sein wird. Aber ich möchte in eine andere Richtung gehen. Und ich glaube, das war eine der Sachen, wo ich wirklich in die richtige Richtung gegangen bin. Und es hat mega Spaß gemacht. Ganz ehrlich, immer PBR zu starten, alleine die Kommentare zu hören oder die Musik fängt an und du warst komplett drin. Und es war einfach geil. Also falls ihr die Kämpfe nicht gesehen habt, tatsächlich von den Klicks finde ich es ein bisschen schade. Aber falls ihr das nicht gesehen habt, dann schaut da nochmal rein. Gebt dem eine Chance. Es war
es war geil. Es war geil. Es war wirklich richtig geil. Und ja, ich kann nur sagen, es war einfach nice. Nochmal schaut das bei Ryan Octopaul für die Grafiken. Da hat er auch einen guten Job gemacht, glaube ich. Um das Ganze halt schön zu themen. Und ja, das war einfach nice. Dann ist auch die Knockoff-Festival zu Ende gegangen. Da haben wir dann tatsächlich auch gewonnen, Anni und ich. Das war sweet. Das war wirklich sweet. Und das ging dann halt weiter. Knockoff-Festival, weil ich das geleitet habe, ging da auch vorbei. War interessant, das mal zu leiten, muss ich sagen. War kurz vor meinem Ausgebranntsein, aber kurz auch vor meinem Urlaub vorbei. Das war ganz nice. BL tatsächlich, die Kämpfe habe ich tatsächlich auch dann kurz vor meinem Urlaub auch fertig gemacht. Tatsächlich, hier war der letzte Kampf. 11.11. offen. Ich glaube, da Anfang November hatte ich dann auch endlich Urlaub. Das heißt, das hatte ich, glaube ich, alles vorher erledigt. Und da brauchte ich dann auch eine Pause, weil ich habe mich da ich hab mich so abgearbeitet dieses Jahr. Das ist unglaublich. Ich habe jetzt quasi den Rest des Jahres bis auf 3 Wochen nochmal Urlaub gehabt. Und ja, deswegen sieht man hier halt, Content ist jetzt auch weniger. Aber es gab so ein paar Sachen. Das ist übrigens bei wohl eine Stream-Ankündigung, falls ich mal wieder Beat Saber streamen möchte. Das ist eigentlich recht cool, aber war die Idee, ey, können wir machen, vielleicht nächste Woche, muss ich mal gucken. Diese Woche. Das wird ja Montag kommen, am Sonntag schon. Ja, dann wird das wieder da hochkommen als Stream-Ankündigung, dann werdet ihr sehen, was ich damit mache. Der Titel ist cool, das bleibt auch so, aber werden noch Stream-Ankündigungen reinkommen. Ich habe mal wieder ein bisschen Beat Saber gespielt, sagen wir es mal so. Und dann kam das große, ja, Gen 8. Und mit Gen 8 ändern sich natürlich viele Sachen wieder. Ich habe Victini verabschiedet und das. Ich vermisse ein bisschen Gen 7, einfach weil Victini weg ist und so ein paar Mons. So, hier hat Victini auch so performt in den Battles. Ich. Ach ja. Es ist so schade, dass Victini weg ist. Aber dann ging es halt los mit Shonen Lives. By the way, ey, Thumbnail von mir. Ey, Boys, ich mach Farben, ja. Ich glaube, für das Rot hier kann man mich schlagen. Das ist aber fein. Ihr seht aber auch, dass wieder ein bisschen unregulärer Content kommt. Einfach weil meine Kompetitiv-Motivation da nicht so groß ist. Die Full House war lustig. Es hat keiner in den Kommentaren gemerkt, dass das Video asynchron ist. Ich habe überlegt, es runterzunehmen, aber es haben schon so viele geklickt. Es hat ist kein 100% Bewertung, 85 Like. Niemand ist das aufgefallen? Ja, ich habe überlegt, was zum Suspect-Test zu machen. By the way, ich habe da geladdert und die Rex bekommen. Aber da dachte ich mir so, Ich habe versucht, Wi-Fi zu kämpfen, aber Wi-Fi ist tot. Einfach weil der Timer unmöglich ist. Und es sind so ein paar Sachen, die in Gen 8 dann runterziehen. Das Einzige, wo ich gerade aktuell sagen kann, ey, das ist geil, sind Drafting in Gen 8. Und das macht, glaube ich, erstmal noch Bock, solange wie die SOS läuft und die GBB läuft. Aber ich hatte tatsächlich hier die Bibelock 5, die war geil. Aber ich kann sagen, danach habe ich erstmal kein Kanalkonzept mehr, was kommen wird. Ich möchte das Jahr aber nicht auf einem Down enden lassen. Ich glaube, das Jahr war sehr interessant. Es gab einige Sachen. Ach, die BL. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und dass das gelaufen hat und dass Leute das toll fanden. Ach, es ist einfach die BL, Leute. Ich bin nur zu 5 Episoden gekommen, ne? Von der Babylog, weil ich dazu pingelig bin. So, oh nein. Und klar, die Aufrufzahlen sind auch super schlecht. 199 von der 5. Episode. Aber hey, es ist ein cooles Format. Dementsprechend, ey, ist fein. Ich meine, ihr seht euch, ich habe überall Monetarisierung aus. Ich hätte ja auch kein Geld hier mit, ne? Ich mache das ja alles, wo ich denke, hey, ich habe Bock drauf. Und das Hauptding ist jetzt halt für mich, wie orientiere ich mich jetzt für 2020? Die SOS-Draft-Liga geht vorbei. Ich habe jetzt den 5. Kampf morgen tatsächlich am Montag. Muss hier noch ein bisschen das Geld und so weiter. Das seht ihr alles noch. Das kommt alles noch oben. Kommen dann noch anscheinend Playoffs oder so. GBB mache ich. Da gibt es anscheinend auch Playoffs. Die ersten 6 kommen weiter. Von 10. Ja, go figure. aber was ich danach mache. Ich meine, ich glaube, es wird immer was kommen. Aber ich habe kein geiles Konzept mehr. Ich hatte es aber noch nie, wenn wir es mal sagen. Ich meine, wenn wir mal gucken, was war mein Konzept dieses Jahr? Mein Konzept war immer was anderes. Immer was anderes. Die Shipmon League beginnt bald wieder, glaube ich. Da werde ich wieder Content bringen, wenn ich akzeptiert werde. Das ist ja nicht garantiert, haben wir dieses Jahr gelernt. Ja. Ich meine, ich habe immer andere Sachen gemacht.
Und ich glaube, das wird sich nicht ändern. Ich glaube, es wird immer mal immer mehr kommen, immer weniger kommen. Ich glaube, es wird weniger in die kompetitive Schiene kommen. Vor allem, wenn keine GPL kommt, wird es weniger Content geben. Ich kann es nicht confirmen oder nein, ob GPL kommen wird, keine Ahnung. Aktuell sieht es schlecht aus wegen dem Timer, aber gibt auch Überlegungen, was anderes zu machen. Deswegen, I don't know. Sieht nur schlecht aus. Und ja, da muss man halt mal sehen. Ja, aber was sage ich jetzt? Was habe ich für Ideen für 2020? Tatsächlich, das, was ich schon mal gesagt habe, dass ich diese Idee von der Bibelog ein bisschen anders aufziehe, allerdings international. Und da weiß ich nicht, ob das was ist, was diesen Kanal betreffen wird. Aber ich glaube, wenn ich was internationaler, also auf Englisch und so weiter, aufziehen möchte, dann müsste ich diesen Kanal hinter mir lassen. Nicht, dass das passieren wird, weil keine Ahnung, ich habe auch nicht viel Zeit und so, aber das wäre eine Idee. Und probably wird immer noch irgendwas kommen, ne? Das ist ja egal. Aber ich würde den Kanal dafür, glaube ich, hinterlassen wollen. Weil es einfach komisch ist, Englisch kommt auf Deutsch, es ist einfach seltsam. Ich hätte auch weitere Ideen, glaube ich, dafür. Sowas wie die BRL, glaube ich, wäre auch noch ein Ticken erfolgreicher gewesen, wenn es nicht in der deutschen Szene wäre. Obwohl, weiß ich das. Ich vermute es, weil dann von internationalen Szene mehr sind. Und das halt so ein Herzensprojekt ist, und wollte ich natürlich, dass es halt so groß wie möglich hoffentlich wird, weil ich halt allen Leuten zeigen kann, ey geil, ich hab was richtig Cooles. So. Wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass ich Klicks mache und Geld verdiene oder sowas. Ich verdiene ja nichts damit. Aber es ist so, ey, geil, was ich hier hab. Guck. Das ist ganz schwierig, da die Mentalität zu erklären. Aber wenn du was Cooles hast, dann möchtest du halt der Welt davon zeigen. Und ich glaube, ich habe coole Ideen, so wie die Bibelog und so wie die BRL. Aber ich weiß nicht, ob die hier großes Wachstumpotenzial in der deutschen Szene haben. Deswegen, eventuell geht das in die Richtung. Aber es ist nur eine Überlegung, ne? Keine Ahnung, was ich machen werde. Ich möchte irgendwann nochmal Beat Saber streamen. Das Problem ist, dann muss ich mir überlegen, oh, mache ich das? Und dann denke ich, oh, ich könnte das mal machen. Und dann mache ich es nicht. Ich muss einfach, glaube ich, immer mehr zeigen, hey, guck mal, ich nehme jetzt den Tag da und stream Beat Saber. Sag dann stream ich Beat Saber und fertig. Vielleicht Freitag oder so. Ich weiß nicht, ob ich Freitag schon was vorhabe. Das ist auch das Problem. Ja, man hätte ja auch Leute kennen und so. Es ist schwierig. ja. Ah, es ist hart. Das könnte ich mir noch überlegen. Das ist für mich halt eine schwierige Frage. Es ist halt wirklich, weil, wenn ich von dieser kompetitiven Schiene weggehe. Ich glaube, es wird tatsächlich noch ein nächstes Turnier kommen. Ich habe mich für ein Gen 8 OU Turnier angemeldet und ich möchte halt einfach mal sehen, wie das Meta ist ohne Dynamaxen. Ich glaube, das ist sehr interessant. Oh ja, was mache ich? Oh ja, stimmt, was mache ich Anfang des Jahres? Hey, es ist ja eine CBP am 4.1. und ich darf die kommentieren. Stimmt, das kann ich vielleicht auch mal erwähnen. Das heißt, schaut in den Stream oder kommt einfach am besten zu CBP. Könnt ihr noch anmelden? Macht beeilt euch. Wir haben noch viel zu wenig Leute und ich möchte nicht da sein, wenn da so wenig Leute sind. Also kommt alle her. Und ja, das wird bestimmt auch lustig. Vielleicht gehe ich ja Richtung Kommentator. Das Problem ist halt wirklich, dass ich nicht weiß, ob auch Sword and Shield Competitive Offline eine Zukunft hat. Wenn man sich die Anmeldezahlen vom CBP ansieht. Es fehlen aber auch die Influencer, was halt sehr schade ist. Muss man da mal sehen, ne? Das weiß man ja auch nicht, wie das nächstes Jahr sein wird. Ach, es ist schwierig. Ich meine, ich habe immer irgendeine dumme Idee, sind wir mal ehrlich. Ich wollte noch mal ein Video bringen, wo ich einfach noch mal ein bisschen über den Teamnamen rede. Ich kann mal ja gerade kurz euch was Gutes tun, wo ihr hier seid. Ihr wollt ein Gen 8 Team, dann geht auf fulllifegames.com/tools, hier seht ihr den Link, /smogondump, oder geht auf fulllifegames.com, geht dann da drauf, da findet ihr den Smogondump. Und falls ihr zum Beispiel Gen 8 OU Team haben wollt, drückt einfach auf Gen 8 OU hier, visualize, zack, habt ihr Gen 8 OU Teams. Noch alles mit Dynamax mäßig, aber wenn wir zum Beispiel uns mal Little Cup ansehen, kriegen wir eine bessere Representation. Da habt ihr direkt ein paar Little Cup Teams. Zum Beispiel, ich glaube, mit dem hier habe ich mit Belly im Stream einfach gelittert. Und gesagt, ey, rauskopiert, ey, zock mal das, und hast direkt ein Team. Ist halt Feier. Und ich guck, kann mal meine To-Do-Liste angucken, aber das ist halt, oh, ja, stimmt, ein Meme-Video. Das Problem ist halt, die Idee ist im Juli entstanden. Dementsprechend, das ist auch nichts, was ich
jetzt irgendwie so Bock hätte. Ich habe so ein paar Programmierprojekte. Oh fuck, ich habe zu viele Programmierprojekte. Das ist alles, was schön wäre. Aber, naja, sehr viel Zeit braucht. Und ich weiß nicht, ob das was ist, wo ich Zeit investieren möchte, wenn ich halt so viel nebenbei habe. Vielleicht kommt einfach so ein bisschen das Erwachsenenleben. Weil ich bin kein Student mehr, was hart ist. So, ich mache nicht mehr meinen Master und fertig. Seit anderthalb Jahren jetzt schon. Ah! Ich war jetzt mein PhD. Das ist nicht so geil. Also schon, aber irgendwie auch nicht. Das ist viel Arbeit. Tatsächlich, die ich mir auch machen muss und die ich auch mache. Ich habe ein bisschen getrödelt 2019, sagen wir es mal so. Wenn wir in das Private gehen. Und, da geht halt auch viel Zeit weg. Also keine Ahnung, ich kann sowieso garantiere ich ja nie was. Aber ich weiß es nicht, ob da viel kommen wird. Ich glaube, ich gucke nochmal ganz kurz über die Ideen. Ich habe eine tolle Videoidee gehabt, so gar nicht Pokémon-related. Hey, ich trainiere eine künstliche Intelligenz bei Subtitles und Video-Footage und lasse dann eine AI ins Spiel spielen, die einfach trainiert sich auf Let's Play-Videos oder sowas und dann einfach die Subtitles auch generiert, basierend auf das, was es sieht. Eine total coole Idee, keine Ahnung, wie ich das umsetze und würde 30 Milliarden Stunden dauern, bis es funktionieren würde. Problem ist, wann habe ich die Zeit dafür? Ich hab so viele Ideen, die ich halt umsetzen muss. Ich hab, um so zu sagen, ich habe irgendwie 23 Mails in meinem Mail-Konto, die alle nicht gelesen sind, nicht auf nicht gelesen gesetzt sind, was eigentlich Dinge sind, die einfach nur To-Do-Sachen sind. Und ich aber nicht dazu komme, muss ich sagen. Und das ist, das ist ein bisschen schade. Wenn, dann muss ich ein paar Sachen einfach loslassen. Ach ja, aber ich weiß nicht. Ich habe so eine ganze Ideentext hier oder so, so weniger YouTube betrifft. Es ist einfach die Zeit, glaube ich, die fehlt. Ich glaube, das ist aber so der Hauptpunkt. Ich glaube, es ist nicht die Zeit, die fehlt. Also klar, wenn ich alles machen würde, dann ist es die Zeit, die fehlt. Aber ich glaube, mir fehlt auch ein bisschen der Fokus, dass ich mich auf das konzentriere, was mir wichtig ist. Dass ich sage, ey, das ist eine coole Idee. Ich muss sowas sagen wie, ey, das ist eine coole Idee. Aber ich möchte eher das machen. Und ich habe es teilweise dieses Jahr gemacht, ich habe die BRL gemacht, ich habe die in den Fokus gesetzt und ich habe es gemacht. Es ist durchgezogen worden, es hat geklappt. Ich habe die Bibelzitate Randomizer Nuzlocke gemacht, ich habe 5 Parts rausgehauen, die alle sehr cool sind. Und ich kann immer weitermachen, wann ich möchte. Problem ist wirklich das mit den Klickzahlen, das ist halt so, das Schwierige. Es ist halt auch so viel Aufwand da drin, das ist das ganze Schneiden da drin, da. Layout, ich muss immer Claudian hitten, weil tatsächlich macht die Claudia hier für die Thumbnail Shoutouts, by the way. Aber ja, keine Ahnung, es ist schwierig. Aber gut, jetzt habt ihr mich eine Stunde quasi in Nostalgie über das Jahr schwelgen lassen, mit zugehört. Ich glaube, ihr habt euch ja so eigene Gedanken gemacht. Es waren so ein paar deepere Sachen, ein bisschen ins Private ist es auch gegangen. Weil, keine Ahnung, also kannst du ein Jahr nicht erwähnen, ein bisschen da reinzugehen. Ich möchte nicht komplett darüber reden, so, weil es gehört halt nicht ganz auf YouTube und so, aber ein paar Sachen, so ein paar Eckdaten kann man ja nennen. Und keine Ahnung. Und da sehe ich es ja auch so, was ich letztes Jahr gemacht habe. Das Jahr davor. Genau, letztes Jahr. Das war ja auch irgendwie. Achso, Jedi Academy war ein cooles letztes Jahr. Achso. Möchte ich das nochmal machen? Das juckt ja. Denn das ist auch so das Ding. Du machst sowas, denkst du, das juckt ja eigentlich keinen. Ich meine, kein ist nicht richtig. Es juckt Leute und das macht mir auch Spaß, aber es juckt nicht genug Leute. Das ist auch anderthalb Jahre her. Ich weiß es nicht. Na gut, ich habe genug geredet. Ihr habt bestimmt eure eigenen Gedanken zum Jahr. Ihr habt bestimmt eure eigenen Gedanken zu den Sätzen, die ich gesagt habe. Ich bin gespannt auf das, was von euch kommen wird. Viele Leute, die es tatsächlich bis zum Ende des Videos geschafft haben, dann Props an euch. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Auf jeden Fall. Auf dass wir gestärkt ins neue Jahr starten können. Auf dass wir besser ins neue Jahr starten. Auf dass wir coole Sachen uns vornehmen und auf dass wir reinhauen. Und ich würde sagen, das wär's dann. Ich würde mal sagen, bis dann und ciao.